Mit einer kraftvollen Verbeugung begrüße ich euch alle, ihr dort draußen, die ihr jetzt gerade bei YouTube geklickt habt, um dieses Video zu öffnen. Das ist ja... grundgütiger, meine Güte, das ist ja wirklich schön. Das ist schön. Und dementsprechend, wie gesagt, ich verbeuge mich. Meine Stirn berührt gerade schon den Boden, ja. Ich lieg hier schon flach neben dem Computer, um euch hier jetzt wirklich gebührend zu begrüßen. Und ja, wir sind hier wieder zurück bei... Genau, irgendwas... Ach, Moment mal, sind wir in die letzte Folge gestorben? Und ich habe gesagt, ich spiele nochmal bis dahin, wo wir gestorben sind oder so. Ja, ne? Irgendwie sowas war doch da, oder? Wisst ihr, was ich mache? Ich mache das zur nächsten Folge, starten wir dann wieder im Albtraum, ja? Ich habe jetzt vergessen, hier richtig zu speichern. Deshalb mache ich nochmal und dann sehen wir uns immer wieder im Albtraum. Ja, das war. Ich habe es jetzt irgendwie glatt vergessen. Bei mir läuft das schon nicht mehr so richtig. Da ist halt im Gehirn, dass da irgendwas ist, ja kaputt, glaube ich. Das Gehirn, das speichert nicht mehr. Das speichert irgendwas. Das vergisst nur noch. Ist so ein Auslaufmodell. Und ja. Kein nix für. Jedenfalls haben wir hier unseren Koffer und da sind noch ganz tolle Sachen. Wir müssen jetzt schlafen gehen, glaube ich, ne? Ich gucke jetzt noch einmal ganz kurz. Was war mal? Wir waren ja bei diesem Otto hier in diesem Haus, ja? Dieser Blondshop da. Da haben wir ja ganz gruselige Sachen im Bad. Im Bad, da hat jemand irgendwas an den Spiegel, Hello oder so, an den Spiegel geschrieben. Das war ja gespenstisch. Ja. Ah, guck mal, da ist er. Du warst das. Ach so, okay. Hey, ich hab ein Bad genommen, schön, ja, und ist jetzt frei, das Bad, jetzt kannst du dich auch mal waschen. Du stinkst nämlich. Ah, okay, dann geh mal jetzt schnell schlafen. Ja, was denn? Also, ich denke, du solltest jetzt mal wirklich so schnell wie möglich pennen gehen, denn das wäre auch gut für deine Gesundheit. Denn dieses Haus hier, dieses Anwesen, ja, da passieren nachts Sachen. Was meinst du? Spricht er etwa von dem, was da im Badezimmer passiert ist? Anscheinend spricht er davon. So, und wir sollen jetzt schlafen gehen. Ja, da steht Lager. Schön, dann geh doch mal durch. Lager. Das. Okay. Ganz klar, wir haben einen Befehl gekriegt. Und wir sind ja sehr hörig. Wir sind hörig. Uns kann jeder sonst was sagen. Wir machen's. Deshalb geh jetzt schlafen. Komm, geh. Ich muss wohl schlafen gehen. Wollen wir schlafen? Ja oder noch nicht? Ja. Jetzt passiert was Schlimmes. Jetzt wieder schlimme Bilder. Nein. Nein! Was? Was? Jetzt schon wieder? Oh nein, da sterbe ich wieder. Das ist doch ein Traum, oder? Ja, komm. Leg dich hin, schlaf. Nee, muss ich wieder hier... Muss ich wieder die AA-Geräusche machen, ja? Das wie diese Furzwitze, ja? Eigentlich voll nicht lustig, aber trotzdem amüsiert man sich drüber. So, auf jeden Fall ist das so ein Seil. So, kann ich jetzt mal... Muss ich jetzt irgendwas machen? Ich kann nur hier schlafen, ne? Ich habe jetzt mit jedem Kackhaufen geredet, ja. Jetzt darf ich liegen. So, nur das Bett ist frei. Oh, spüre es, schmecke es. Was denn? Oh, jetzt kommt wieder... Das wissen wir ja, kennen wir ja schon alles. Was war da? Woran sind wir letztes Mal... Ich weiß schon nicht mehr, woran wir gestorben sind. Irgendwas hat uns doch getötet. Ach ja, hier, da war dieser Schatten. Der Schattenmann. Scheint nicht mehr zu leben. So, jetzt muss ich den Arm abschneiden. Das war das, ja. Für meine Tochter. Ah, ich lebe aber noch. Tut mir leid. Oh, ho, ho, ho. Da ist ihm gerade ein feuchter Furz rausgefahren. Ah, hör auf, Oh. Das ist ja der massives Anfurzen hier. Aua, hör auf. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass meine Darmwände nachgelassen haben und da kam alles der Spritzes raus wie sonst was. Und jetzt auf jeden Fall, oh, das ist ja, das wieder bin ich an einem anderen Ort. Anders als zuvor. Müssen wir wieder hier rangehen, ne? Das bin doch ich als Kind. Ja. Stets. Nimm den Wachs! Den Wachs? Was die, wie? Wachs im Gesicht, du! Wachsnase wieder? Hier, komm, was ist das denn da? Soll ich Wachs wegnehmen machen? Ja. Aua! Die Geräusche! Lieber Entwickler, nächstes Mal bitte authentisches Geräuschtum verwenden, damit das hier dementsprechend die Wirklichkeit auch abbildet. Ja? Also stellt euch mal vor, da liegt jemand auf dem Bett irgendwo in euren Träumen, hat Wachs auf dem Kopf und ihr ruft das Wachs aus dem Gesicht, da macht das doch keine Furzgeräusche. Weiß doch jedes Kind.
Sagt auf jeden Fall die Tussi hier. Okay, komm mal. Ja, auf jeden Fall, wenn ich diesen Wachs abreiße, reiße ich gleich die ganze Haut vom Gesicht mit ab. Aber ich kann nicht mehr aufhören. Ich reiße hier das ganze halbe Gesicht da fetzenweise vom Schädel. Hilf mir doch. So, hilf mir doch jemand. Nein, dir hilft niemand. Du träumst. Das ist doch das Zimmer, was, wo ich mich eingemietet habe. Bin ich aus dem Traum endlich erwacht. Aber ich höre etwas. Es ist immer noch ein Traum. Ich muss mich vergewissern. Ich speichere jetzt mal hier. Ganz grob. Auf Platz Nummer 6. Und da kommt jetzt hier, da ist hier wieder das kleine Würmchen da, ne? Guck dir das mal an. Das ist ja eins. Das ist ja ein süßes Teil. Was war das da gerade? Komm, wir gucken mal. Ist ja hier rein, hier lang geeiert. Oh, da guckt euch das nochmal an. So, das ist da anscheinend rein. Ich muss mal da reingucken. Hab aber Angst. Komm, guck trotzdem rein. Das, hier sind wir verstorben, glaube ich, ja? So, jetzt auf einmal Feuer. Ich will da ran. Wenn wir mal gucken. Ich gucke jetzt nochmal. Ich glaube, das war auch nur tot, ja? War es auch nur tot gewesen? Nee. Hm? Ich werde dich noch mehr hier. Ich werde dich noch mal näher hier reingucken lassen. Ah, nein. Das kann doch nicht sein. Aua, aua. Ja, gut. Das ist so gestorben, ne? Oh. Ja, gut. Ich wollte das nur noch mal Revue passieren lassen. Hier sind wir mal richtig krass durch irgendwas gestorben. Keine Ahnung, was das war. Jedenfalls sind wir tot. Das dürfen wir nicht machen. Was soll man denn dann machen? Hä, das verstehe ich gerade nicht. Vielleicht müssen wir erstmal was anderes finden. Ich laufe da jetzt mal nicht direkt hin. Ich laufe woanders hin. Was war das gerade? Ja, keine Ahnung. Hier ist verschlossen. Können wir hier runter? Nee, wir hören das von hier. Ach, hier ist offen. Die Tür ist offen. Anscheinend kommt die seltsame Stimme von dort drinne. Doch der Verwalter des Hauses hat doch gesagt, ich darf hier auf keinen Fall rein. Wollen wir trotzdem reingehen? Rein oder nicht rein? Noch nicht rein, weil ich noch mal ganz kurz gucken will. Ich habe ein bisschen Angst, ich soll es lassen. Ja, warte mal kurz. Ich guck erstmal hier noch. Machen wir hier? Nee, hier ist verschlossen. Da können wir rein. Saftigmäßig können wir hier mal einfach mal in das Lager durchforsten. Vielleicht gibt's hier Eis. Vielleicht finden wir ja was. Das stinkt aber seltsam. Wie, als wäre sie... Verrottet, da. Nicht den guten Chardonnay hier. Da steht 1349 auf dem Label. Der Weinflasche. Und die ist jetzt leider hingefallen und ist kaputt. Aus dem Jahre 1349 oder was soll das heißen? Ja, ein teures Teil. Ach, was soll ich denn tun? Ist runtergefallen. Ach, der Verwalter wird bestimmt sauer auf mich sein. Ja, was kann ich denn dafür machen? 1349, ja, was soll ich denn damit machen? Noch ist es nur eine Zahl für uns. So viel Wein. Ich würde so gern schnell erwachsen sein, um den ganzen Scheiß jetzt zu trinken. Geil. So, komm. Geh runter. Gibt's hier denn noch irgendwas Interessantes? Oh, jetzt sehen wir was von hier. Hey, aber das hättest du noch nicht sehen können von hier. Wie soll das denn gehen? Hier ist wieder nur... Hier ist nichts, was einen interessieren könnte. Ich will nicht nochmal abgehen hier. Nochmal reingucken. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich jetzt nochmal reinsteige. So, Feuer ist drinne. Aufhören. Das ist gefährlich. Ich sollte lieber erstmal den Verwalter aufwecken und fragen. Ich weiß nämlich nicht, wie man hier den Ofen ausmacht. Ach, jetzt aus! Hä? Er ist aus? Hm? Da liegt was drinne. Der rechte Arm einer Puppe war das? Ein Puppenarm? Sonderbare Puppe. Ist er jetzt schon... Oh nein. Unheimlich. Bist du... Ist da jemand? Der Verwalter? Ich bin es. Kommen Sie zu gucken? Da bist du also. Warte, ich komme. Nein, diese Stimme, das war nicht der Verwalter des Hauses. Was soll ich tun? Es kommt rein. Ich muss mal speichern. Und was ist das hier? Was ist denn das da? Was ist das denn hier? Ich bin aufgetreten. Tut mir leid. Hä? Es ist fürchterlich. Versteck dich hier. Schnell!
Danke? Ja, ich glaube, dafür darf man mal ganz gediegen Danke sagen. Das sollte man eh mal öfters machen, ja? Einfach mal Danke sagen, nicht immer nur nehmen und alles für selbstverständlich deklarieren. Einfach mal Danke sagen, ja? So, das war jetzt meine Standpauke hier im Rahmen dieses Let's Plays. An einer total angebrachten Stelle. Während uns hier gerade das Herz in die Hose rutscht. Scheint ist das, was dort reingekommen ist, gerade wieder abgehauen. Ich konnte zwar nicht sehen, was ist, aber Gott sei Dank hast du mich dort unten gerettet. Es tut mir leid, dass ich auf dich getreten bin. Was war denn das? Einmal abspeichern. Muss man nochmal. Ab und zu muss ich nochmal richtig schön, ja? Einmal speichern. So, raus. Oh Gott, was bist du denn? Jetzt habe ich hier rein. Die Tür ist offen. Und die seltsamen Geräusche scheinen von da drinnen zu kommen. Ich darf zwar hier nicht rein, aber ich gehe trotzdem rein. Ich soll aber erstmal, bevor ich da reingehe, mal ganz kurz hier mal meine Stimme erheben, also was sagen. Vielleicht ist ja der Verwalter da drin. Klopf, klopf. Herr Hausverwalter, hier, sind Sie da? Vielleicht zufälligerweise sind Sie da? Oh, jetzt wird's ja aber düster. Mann, das gehört sich aber nicht hier. Im Dunkeln, ja. Die nutzt die Gunst der Stunde, dass man hier nicht auf sie gucken kann. Gleich mal ganz schnell hier. Röckchen hoch und dann... Ja, ganz genau so machen. Ja. Kleines Ferkelchen. Hier ist nichts, hier ist nur Scheiße. Nichts, nur Kackgeräusche. Ich will wieder raus. Es reicht. Hier ist es so dunkel, ich kann nichts sehen. Ich sollte also erstmal rausgehen und gucken, ob ich irgendwas finde, was um hier Licht zu machen. Ich kann die Tür nicht öffnen. Nein, was soll ich nur tun? Entschuldigung, Herr Verwalter, können Sie mich nicht hören? Herr Verwalter! Um Gottes... Was bist du denn? Ja, doch mal aufmachen hier. Herr Verwalter, bitte, hören Sie mich, bitte. Ich flehe Sie an. Komm mir nicht näher. Oh, jetzt ist es gleich in mich reingegangen. Oh, bitte lass mich jetzt nicht sterben wieder. Ich will nicht, ich bin ja immer das Opfer hier. Egal wo ich bin, egal was ich mache, ich sterbe. Nee. Es ist wieder morgen geworden. Das war anscheinend doch ein Traum gewesen. Ich schlafe hier immer noch im Bett. Was ist denn das? Ach Gott sei Dank, das war ja echt gruselig. Ist wieder alles gut, ne? Was, aber ich habe immer noch den Arm der Puppe bei mir. Ja, da würde ich mich jetzt aber sehr wundern. Liebes Mädel, warum hast du ein Puppenärmchen im Bett mit unter der Decke? Das ist, ja. Das ist, Egal. So, bist du wach? Ich bin's, sagt der jemand. Ach, der Herr Verwalter. Ja, ich bin wach. So, du klingt ja hier ganz schön, ne? Du bist gerade aus dem Bett gesprungen. Bist du bestimmt jetzt gerade erst vor wenigen Sekunden aufgewacht, oder? So, das Frühstück ist fertig, deshalb, ne? Wenn du fertig bist, komm mal runter in den Esssaal. Ja. Und alles ist wieder gut und schön und munter und so, dass man speichern darf. So, mache ich auch. Und dann gehen wir mal, wo war denn das? Hier runter, ne? Aber ich glaube einfach nur hier. Ach, die nimmt das schon alles auf sich. Ist okay. Oh, das sieht aber lecker aus. Was ist denn das überhaupt? Ein Toast? Toast? Vielleicht ein Spiegelei? Einen leckeren Salatteller gibt es auf jeden Fall auch noch da unten. Und natürlich ein Latte Macchiato. Den der Verwalter erstmal 30 Kilometer weit entfernt hingelegt hat, dass wir erstmal gleich richtig aufstehen müssen, um die Tasse zu holen. Wie weit hat er das denn weggelegt von uns? So, dann lass es dir auch schmecken. Guten Appetit. Ja, guten Appetit, du. Das haben sie ja wirklich richtig gut durchgebraten, das Ei. Oh, und das Toast ist wirklich schön, ne? Schön rostig angebraten hier, angedünstet da. So, hast du irgendwas vor, heute? Nee, ich hab nichts Besonderes vor. Aha. Wie wär's denn, wenn wir ins Museum gehen? Oder so. Was? Ja, wenn du keinen Bock hast, dann kannst du auch ablehnen und musst nicht mitkommen. Ich dachte einfach mal so, um ein bisschen hier zum Stimmungswechsel einfach mal ein bisschen
Zeit miteinander zu verbringen, ja? Mhm. Er scheint sich Sorgen um mich zu machen. Habe ich irgendwie komisch geguckt oder was? Vielleicht, ja, nachdem ich diese ganzen Albträume da gesehen habe, ist es natürlich logisch, dass ich nicht ganz auf der Linie stehe hier. Aber er hat mich jetzt extra eingeladen. Aber das Museum, ich weiß ja nicht. Ich sollte vielleicht doch mal hin, ja? Ja, also dann dürfte ich Sie bitten, mich da zum Museum mitzunehmen. Wäre schön, also ich würde das gerne machen. Ja, selbstverständlich. Also jetzt, nachdem wir hier fertig gegessen haben, machen wir uns fertig und dann gehen wir, ne? Ich warte in der Eingangshalle auf dich. Ja. So, zurück im Zimmer, liebe Leute. Das heißt, wir planen einen schönen Ausflug ins Museum. Ja, kann ich sonst wie durchs Bett laufen, ich muss trotzdem los. Aber ich glaube, ich mache noch ein kleines Nickerchen, liebe Leute. Und beim nächsten Mal, da fahren wir alle zusammen ins Museum, oder? Das klingt doch noch ein Plan. Also wer daran in der nächsten Folge nicht einschaltet, der hat selbst Schuld, der bleibt dann zu Hause, ja? Der bleibt dann ganz räudig, lassen wir den da zurück bei der Busstation. Kommt dann nicht, nee, keine Chance mehr dann, ja? Also müsst ihr schon einschalten, dann, damit ihr da mitkommt. Also bis dahin, ne? Macht was aus eurem Tag. Lebt munter voraus und wir sehen uns hier bei Osterlocke Nomajo. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.